Herzlich willkommen zur letzten Lektion unseres MOOCs. Wir haben uns in den vorigen beiden Lektionen mit konkreten Fragen der Lehrgestaltung beschäftigt. Was heißt Inklusion und Diversitätsfairness im Hörsaal oder Seminarraum? Und wir haben einiges darüber erfahren, wer die Studierenden sind. Aber Diversität betrifft immer zwischenmenschliche Beziehungen. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur die Vielfalt der Studierenden beachten, sondern auch jene der Lehrenden. Es geht auch um uns, darum, wer wir sind. Wir sind selbst biografisch geprägt und bringen diese Prägungen in unsere Beziehungen zu Studierenden ein. Auch wir sind nicht gefeit davor, Zuschreibungen zu reproduzieren oder auch selbst Zuschreibungen durch Studierende zu erfahren. All das sind Themen, die wir gleich im nächsten Video vertiefen. Im Anschluss daran gibt Erna Najerz von der Wirtschaftsuniversität Wien einen Input zu akademischem Habitus und Studienabbruchforschung. Was sollen wir als Lehrende berücksichtigen, wenn wir mit nicht traditionellen Studierenden zu tun haben? Und wie können wir am eigenen Auftreten, an der eigenen Sprache arbeiten? Ein konkretes Beispiel, wie wir aufmerksam auf unterschiedliche Bedürfnisse der Studierenden sein können, bietet Rhetoriktrainerin Susanne Fröhlich-Steffen. In einem Video zu Storytelling schildert sie, wie auch in unserer Auswahl von Fallbeispielen oder Geschichten in der Lehre zum Beispiel das Alter oder die kulturelle Herkunft der Studierenden wichtig sein kann. Zum Abschluss wollen wir den weiteren Hochschulkontext und institutionellen Wandel betrachten. Sie sind natürlich nicht ausschließlich in der Rolle der Lehrveranstaltungsleitung. Wir alle sind auch in der Rolle von Hochschulangehörigen, die diese Organisationen auf unterschiedlichen Ebenen mitgestalten. Andrea Wittmann ist Organisationsberaterin, Lehrende und Coach. In einem Impulsvortrag plädiert sie dafür, Rahmenbedingungen an Hochschulen nicht einfach hinzunehmen. Sie zeigt auf, welche Möglichkeiten sie haben, sich in informellen Praktiken und auf formaler Ebene für Diversitätsfairness einzusetzen. Wir werden an unterschiedlichen Stellen in dieser Lektion sehen, auf welche Weise uns die Beschäftigung mit Diversität immer wieder auf Grundsatzfragen zurückwirft. Auf prinzipielle Fragen hochschulpolitischer Natur und auch auf Fragen nach dem Sinn von Hochschullehre insgesamt. Den Abschluss des MOOCs bildet eine weitere Umfrage, die Ihnen helfen soll, auf den Kurs zurückzublicken und eine persönliche Standortbestimmung vorzunehmen. Welche Fragen und Annahmen hatte ich zu Kursbeginn? Was ist mir mittlerweile klar oder klarer? Wo fühle ich mich gefestigt? Welche Anregungen aus dem Kurs möchte ich in meiner Lehre ausprobieren? Welche Punkte bleiben für mich weiterhin herausfordernd? Und welche neuen Fragen haben sich für mich durch den Online-Kurs ergeben? Ich wünsche Ihnen ein letztes Mal eine spannende Auseinandersetzung mit diesen Themen.